Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil der Rheinzeit. Weil es draußen so schön isselig ist, wollen wir heute hier in der Sendung noch mal gemeinsam in den Frühling starten. Und wie könnte man das besser als mit der beliebtesten Frühlingsblume überhaupt? Und das ist natürlich die Tulpe, nicht nur in Holland, sondern auch bei uns. Insgesamt gibt es über 5000 verschiedene Sorten und einige von ihnen hat der Peter Zenz uns heute mitgebracht. Ja, und nicht nur jede Menge Tulpen hast du mitgebracht, Peter, sondern auch Begleitung heute. Wie kommt es dazu? Ja, das erste Jahr haben wir dieses Jahr eine richtige Tulpenkönigin auch diese Saison dabei. Und das ist die liebe Esther Krimm. Und die habe ich heute dabei. Und ja, die ist jetzt dabei und repräsentiert dieses Jahr die Tulpen hier auch mal in Köln. Hallo Esther, herzlich willkommen bei uns. Wie wird man Tulpenkönigin? Erzähl uns das noch mal. Wie bist du darauf gekommen? Wie hast du mitgemacht bei der Wahl? Also erstmal mag ich Tulpen relativ gerne, vor allen Dingen, weil es halt so eine Frühlingsblume ist und ich immer froh bin, wenn der kalte Winter vorbei ist und endlich Frühling wird. Und da ich relativ häufig auf dem Gertrudenhof bin, dachte ich, gut, warum nicht? Da mache ich mit. Wie war das? Wie muss man sich das vorstellen? Du hast wirklich eine Wahl veranstaltet, ein Casting, die Mädels sind da angereist. Ja, und wie gesagt, wir hatten ja schon auch eine Kartoffelkönigin hier dabei. Gibt es ja eine rheinische Kartoffelkönigin. Und immer wieder höre ich von den Leuten, Mensch, es gibt Tulpen in Holland, gibt es ja auch welche. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist nochmal toll, auch mal eine Tulpenkönigin zu haben. Und dann habe ich gesagt, zum Tulpenfest, was ja dieses Wochenende auch ist, ist der richtige Zeitpunkt, einfach mal auch da so eine kleine Tulpenkönigin-Wahl zu veranstalten. Und hatte das dann ausgeschrieben. Es haben sich einige beworben und die Esther ist es dann geworden. Wonach hast du ausgewählt? Du hast, also ich kann mir vorstellen, das waren nicht nur einige, sondern wahrscheinlich Hunderte, die da angetreten Hunderte nicht, sind. Aber einige. Und ja, ich brauche natürlich jemanden, der ein bisschen eloquent ist, der auch was über die Tulpe weiß, der auch dazu steht und eben auch eine gute Botschafterin ist. Und ich denke, da haben wir mit der Esther eine tolle Kandidatin gefunden. Wollen wir das gleich mal testen, ob die Esther so viel wirklich über die Tulpe weiß? Ich habe es ja eben schon vorweggenommen. Weißt du, wie viele verschiedene Sorten es gibt? Ja, es gibt ungefähr 5000, die namentlich also eingetragen sind. Mhm. Ja, das ungefähr. Und auf dem Gertrudenhof gibt es auch eine ganze Menge. Ja, über 70 Sorten bauen wir an auf dem Hof. Das ist schon eine ganze Menge. Dadurch schaffen wir es auch, dass wir also schon seit dem März ja ernten. Und das geht jetzt noch bis Ende April, Anfang Mai rein. Und ich habe es ja hier mal mitgebracht in der Vase. Es gibt so viele tolle Formen an Tulpen. Es gibt nicht nur die Papageientulpen, die gefransten. Es gibt gefüllte Tulpen, die richtig aussehen, fast schon wie eine Pfingstrose. Und dann die ganzen Farben, die dazukommen, die ganz klassischen Tulpen, die mit der Kelchblüte. Und auch wenn man diese Tage über unsere Tulpenfelder geht, das ist ein richtiges Blütenmeer. Und das ist natürlich spannend, da kann jeder für seinen Geschmack das Richtige noch raussuchen und für seine Dekoration das Richtige finden. Bunt ist es auf jeden Fall. Wo hat die Tulpe denn eigentlich ihre Heimat? Also die kommt nicht aus Holland, oder? Nee, die Tulpen kommen aus Asien. Daher kommt auch der Name. Der Tulpe kommt von Turban. Das ist Erhabene, was die Asiaten auf dem Kopf tragen. Und von daher kommt der Name. Und die Tulpe ist dann über Wien ursprünglich, über Gärten, die es da dann früher gab, im 16. Jahrhundert, nach Holland gekommen und über die botanischen Gärten. Und da war das dann erst so was für richtig die reichen Luxusobjekte. Es wurde an der Börse gehandelt. Die hatten teilweise Tulpenzwiebelwerte von Häusern. So hoch wurden die gehandelt und das brach dann irgendwann zusammen, diese ganze Tulpomanie. Und irgendwann wurde dann die Tulpe nicht nur das Prädikat für Reiche, sondern jeder konnte sie sich leisten. Und das ist auch gut so, wirklich. Also ich habe sie auch unheimlich gerne. Vielleicht nochmal zurück zu Esther. Was hat man denn eigentlich so für Aufgaben als Tulpenkönigin? Vielleicht könnt ihr das beide beantworten. Was muss man da machen? Auf dem Tulpenfest jetzt am Wochenende da sein und generell halt in den Medien oder so die Tulpe vertreten, um halt nochmal zu zeigen, dass sie nicht nur in Holland ist, sondern auch halt Köln und Umgebung auch vorhanden ist. Und das macht sie wahrscheinlich richtig gut, oder? Das kriegt sie hin. Drauf. Super. Jetzt ist es ja immer schön, wenn man Tulpen zu Hause hat, aber man möchte natürlich auch möglichst lange was von ihnen haben. Ne? Also nicht nur 3 Tage, sondern bitte gerne lang. Was gibt es da für Tipps und Tricks, um zum Ersten ist es wichtig, dass man die richtigen Tulpen kauft. Die Freilandtulpen, jetzt hier frisch von den Feldern, sind sowieso viel robuster als die Treibhaustulpen, die man schon seit Weihnachten ja in den Geschäften bekommt, weil die eben draußen im robusten Klima wachsen und dann eben auch die Temperaturen in der Wohnung besser vertragen. In der Wohnung selber sollte man aber auch darauf achten, dass die jetzt nicht unbedingt in der prallen Sonne stehen, kann man sich vorstellen. Dann welken die natürlich viel schneller. Außerdem sollte man immer schauen, wie das Wasser bei der Tulpe ist. Zum einen
trinkt die Tulpe sehr, sehr viel Wasser. Da ist schon manche Tulpe auf dem Trockenen gelandet. Von daher muss man darauf achten. Zum anderen eben auch nicht die Tulpe direkt in Wasser ertränken, sondern immer frisches Wasser beigießen, damit das eben auch gesund bleibt. Auch unten ruhig mal, wenn die Tulpe im Wasser steht, ruhig mal ein Blatt unten abmachen. Weil wenn das die ganze Zeit im Wasser ist, dann modert das nachher. Und dann kann man sich vorstellen, die Bakterien kommen und die Tulpe verwelkt schneller. Und wenn eine Tulpe sich so ein bisschen biegt und man möchte das nicht haben, sondern möchte, dass sie richtig strahlend gerade steht, dann kann man mit einer Stecknadel einfach unter der Blüte einmal durchstechen, dann zieht sie mehr Wasser auf und es wird mehr Druck aufgebaut und dann steht sie eben jetzt nicht so leicht gebeugt, nach dem Licht gerichtet, sondern steht richtig gerade in der Vase. Also das ist auch noch ein Trip. Super Tipps. Deine Tipp. Jetzt kriege ich die Tulpen natürlich bei euch, aber wenn ich möchte, dass sie auch bei mir im heimischen Garten wachsen, habe ich auch dazu die Möglichkeit. Und was muss ich beachten? Tulpen sind relativ robust. Sie mögen nur keine Staunässe. Auch da so ein bisschen halbschattig stehen sie am besten, weil sie da eben eine lange Blühdauer haben. Und die werden dann im Herbst so etwa 8 cm in den Boden eingesteckt und blühen dann jetzt eben im Frühling auf. Und viele machen dann falsch, dass sie denken, ach, jetzt ist sie verblüht, jetzt soll sie weg, schneiden die über der Erde, zack, ab. Und das hat aber dann die Folge, dass die Tulpenzwiebel zerstört ist. Mhm. Denn die Tulpe, die dieses Jahr erblüht hat, die Zwiebel, die ist quasi ausgelaugt. Und mit dem Verwelken der Tulpe lagert sie wieder neue Stoffe im Boden ein, bildet sozusagen eine Tochterzwiebel. Und die muss man dann am besten so im Juli aus der Erde rausnehmen, trocken lagern im Sommer und dann eben im Herbst wieder neu einpflanzen. Wie lange haben wir jetzt denn noch den Spaß? Wie lange geht die Saison noch? Wann ist es wieder vorbei mit den Tulpen? Ja, ich denke so bis Ende April, Anfang Mai wird es noch Tulpen geben. Es ist auch ein bisschen witterungsabhängig. Im Moment ist es ja für die Tulpe Gott sei Dank noch ein bisschen kühler, sodass sie nicht zack, zack hintereinander aufblühen, dass wir noch sicherlich da ein bisschen Freude dran haben. Dann steht jetzt am Wochenende natürlich noch mal dieses große Ereignis an, was darüber berichten sollten, wo ihr beide natürlich vor Ort seid. Ja. Was passiert da beim Tulpenfest auf dem Gertrudenhof? Ja, es wird wieder ein richtiges Familienfest für die ganze Familie sein, wo eine Menge los ist. Es gibt Live-Musik, eine zwingende Kolonie. Am Sonntag ist der Familisch da, für alle Kölner sicher auch ein Highlight. Kostenlos das Ganze. Es gibt eine Bauernhof-Olympiade für Kleine und Große mit Schubkarrenrennen und Wettmelken an der Melkkuh und anderen Disziplinen. Es gibt für die kleinen Puppentheater in der Strohtenne mit schönen Stücken. Dauern so 45 Minuten, da kann man die Kinder da mal gut abgeben. Sind die beschäftigt? Oder man geht zum Stockbrotgrill in unserer Grillhütte und auch die Kinder können mal ganz nah die Natur erleben und zum Hühnerstall mal reingehen, die Hühner mal füttern hautnah oder natürlich dann zusammen mit der Esther auf unsere wunderschönen Tulpenfelder gehen und wirklich mal diese Pracht der 35.000 Quadratmeter Tulpen, die da gerade erblühen, richtig nah sehen und all die 70 Sorten mal vom Nahen erkunden. Du bist also auch mit dabei, Esther. Ja, wie sehr natürlich. Freust du dich auf den Sonntag? Sehr schon. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Super. Also man kann euch beide definitiv treffen, wenn man da vorbeischaut. Hast du eine Lieblingstulpe, wenn du jetzt eine Farbe aussuchen müsstest? Von Farben her immer violett in die Richtung. Oh, ich denke, da gibt es bestimmt ein paar mit nach Hause, oder? Da du kannst dich kaum noch vor Tulpen retten. Super, ich danke euch beiden ganz herzlich und ich denke, wir sehen uns am Sonntag und dann spätestens auch wieder in ein paar Tagen, wenn du das nächste Mal bei uns zu Besuch bist. Danke. Und die Zuschauer, die können sich natürlich wie immer im Internet informieren unter www.gertrudenhof.info. Da gibt es alles rund um das Tulpenfest und auch alle anderen Sendungen können Sie da nochmal einsehen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war die Rheinzeit heute am Donnerstagabend. Wir drei verabschieden uns, sagen Tschüss und wir hoffen, dass wir uns morgen natürlich wiedersehen um 18:30 Uhr. Geht's hier wieder rund im Studio. Einen schönen Abend Ihnen. Bis morgen. Tschüss.